Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Woos Replaycast. Diesmal immer noch aus dem Turnier Jackson Green Clan und Legio 4 zusammen. Irgendwie klingt das echt so, als würden die gegeneinander kämpfen. Tun sie aber nicht. Ganz wichtig, tun sie nicht. So. Und jetzt ein Video, auf das ich mich gefreut habe. Nämlich ein Aufeinandertreffen der Clan-Leader. Ja. Ja, so. Okay. Ich weiß, der war schlecht. Legio 4 Azagio, Leader von Legio, und JGC Honorek, Leiter von JGC halt. Kämpfen hier gegeneinander. Einfach so, weil sie in der Gruppe B gegeneinander kämpfen. Und JGC Hyperthread gegen Legio 4 Magmatty. Das ist doch meine Güte. Die Leute hier waren echt. Wartet, ich hab's gleich. Einfallsreich mit ihrem, mit ihrer Nation war. Wir haben hier wieder drei Deutsche auf der Karte. Zweimal im roten Team, einmal im Blau, einmal in Blau und einen Franzosen in Grün. Das ist so ein bisschen Déjà-vu-mäßig an das letzte Video. Naja. Macht ihr mal. Finde ich lustig. So, ein deutsches Flugfeld und zwei deutsche Nachschubdepots. Zusätzlich gibt es hier, oh, dafür wird sich eine List aufgespart. Zusätzlich gibt es hier zwei französische Nachschubdepots. Eine französische Artillerie- und Luftabwehrbasis, ein französischer Magimoto-Bunker und eine französische Panzerbasis. Also auf Deutsch viel Geld, das da ausgegeben wurde. So, gucken wir uns an, was die hier machen. Ja, der Bunker wird gesehen. Och nee, oder? Oh mein Gott! Wird der schnell genug fertig? Ja! Wow! Ich dachte gerade schon, das wird hier wieder so ein wir fighten uns bis zum Tod. Und dann ist hier Schicht im Schacht, aber nein, der Maschino wird gerade so schnell genug fertig. Ja, das heißt, da jetzt Saturn Rex so ein bisschen federn lassen. Hier gibt es jetzt einen Jagdbomber, denn der Clash, der Jäger hatte, ich war einfach mal gleichwertig. Zusätzlich gibt es jetzt hier ein bisschen Panzer, ein bisschen Artillerie, ein bisschen Luftabwehr und einen Aufklärer. Naja, dass das hier jetzt zugunsten von Azagio ausgeht, war mir fast irgendwie so klar. Ich meine, Jagdbomber und Jäger, wer gewinnt? Der Jäger, denn er ist dazu ausgelegt, Jäger zu Jagdbomber vom Himmel zu holen. Naja. Das zeige ich euch jetzt hier auf jeden Fall mit dem Jagdflieger Spam. Da kann, denke ich, tendenziell Hyperthread nicht so viel an gegen sagen. Okay, er kann auch Jagdflieger bauen, natürlich, Mande. Aber Azagio kämpft über Luftabwehr und damit ist der Kampf entschieden auf Seiten von Azagio. Nebenbei hat er jetzt auch schon Jagdbomber hier gegen den Tiger. Alles wunderbar, herrlich, prächtig. McMatty hatte jetzt mit seinen zwei Artillerien da das eine Nachschublager schon, ich will es nicht sagen getötet, aber getötet. So, Honorek bringt jetzt hier auch die Artilleriebasis, denn sie scheinen zu merken, es ist hier nicht so vorteilhaft, so gegen Artillerie zu kämpfen. Tendenziell. Der Aufklärergrad ist kaputt gegangen. Weil hier in Range des Maginot gefahren. Dieser Clash, ja, trennen sich hier sehr gleichwertig. Er verliert einen Jäger, den Jäger wird er verlieren. Also, das war jetzt gleichwertig. Okay, es war insofern eigentlich ein Vorteil für Azagio, denn Azagio hat die bessere Wirtschaft und kann dadurch leichter nachbauen. Insofern war es gut, sich so zu trennen. Na, jetzt wurden hier Flugabwehrgeschütze gebaut.
alles kennt man aus den vergangenen Teilen, so jetzt hier Jäger und Jagdbomber gegen Jäger mit Flugabwehrunterstützung. Da sagt der Jäger gar nichts, also der gegnerische. Na, die eine Flak löst aus, aber auch nur ein bisschen. So, hier gibt es jetzt ein bisschen Flugabwehr, ein bisschen Panzerabwehr gegen den Tiger. Der ist also schon ein bisschen beängstigend da. Außerdem, und das ist jetzt fies, diese Haubitze. Haubitze mittlerer Art, hier sehr gute Sache. Da gibt es tatsächlich das Nachschubdepot. Und zwar, weil McMatty da mittlere Artillerie auch gegen bauen muss. Denn mit seiner leichten Artillerie, die Range reicht nicht. Und die ist auch schwächer da im Vergleich. Naja, jetzt hier über gegnerischer Flugabwehr im gegen eine Überzahl kämpfen hat auch nicht das Wahre. Also hat Sagio, was ist da los? Wo bleibt dein Micro? Auf jeden Fall, er sichert sich hier erstmal auf jeden Fall nochmal den härteren Nachschubvorteil, baut noch ein Nachschubdepot. Nebenbei gibt es jetzt hier Scheinflaks. Sehe ich auch unglaublich selten. Also wurde hier, denke ich, tendenziell eine Scheinoffensive, genau, kein Scheinpanzerangriff, sondern eine Scheinoffensive gewirkt. Dann findet man auch mal Pappflaks. Das finde ich eh die lustigste Geschichte überhaupt. Mit dem nervigen Unterschied, dass die nicht natürlich nicht schießen können. Pappattrappe und so. Naja. Also auf jeden Fall, hier steht es jetzt 4 zu 4 Nachschub, hier 4 zu 5 Nachschub depotmäßig. Korrigiere, 4 zu 6. Den Luftkampf gewinnt Azagio. Überlegenerweise ohne Probleme. Kriegt hier sogar mittlerweile durch die Flak, die Flak-Unterstützung mit einem Jagdbomber einen Jäger ausgeschaltet. Außerdem wurde jetzt hier auch von McMarty mit schwere. Ja, stimmt, beim Franzosen ist das ja, glaube ich, schwere Artillerie. Ist das ja schwere Artillerie, die gebaut wird. Die macht natürlich noch größere Löcher als hier die mittlere Artillerie. Naja. Ploff. Schahein. Dem Bunker hier geht's an den Kragen. Wir sehen es, der geht immer weiter kaputt. So schwarz wie der ist, verträgt der nicht mehr viele Salven. Also ein paar immer noch, aber nicht mehr viel. Das hier wird hier, wir sieht aber auch hier insgesamt so nachschubmäßig und auch so in der Luft und so sehr dominant auch von diesem Team aus. Also kann der Bunker verkraftet werden. Ich meine, dadurch hat er trotzdem ein Ziel. Ich würde auch mal einfach einmal jetzt schießen. Denn schießt nicht automatisch auf Artillerie. Hier, so der. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Die, der Artillerie. Hat er jetzt eine zweite Artillerie? Ach nee, die kleine Artillerie da vorne schießt mit und die große Artillerie da hinten schießt mit auf das da. Ja, so, Bunker kaputt. Die Punkte sind vorteilhaft für Team 1 und ja, alles in Butter, alles in Butter. Hier gibt es Kaserne und noch ein Nachschubdepot, also bauen sie ihren Nachschubvorteil einfach weiter aus. Hier geht es jetzt weiter mit den Scheinflakgeschützen an die Front zum Gegner. Hier werden, hier gibt es gerade den, nein, gibt auch nicht den Haubitzen-Spam, da haben sich nur unter die Haubitzen noch ein paar Flaks geschlichen. Joa. Keine weiteren Nachschubdepots auf dieser Seite, halt weitere Nachschubdepots auf dieser Seite, kennen wir, sehen wir, wissen wir, können wir. Was wird denn das hier? Das hier wird ein Maginot-Bunker etwas dahinter. Das heißt, McMarty hier sehr bunkermäßig eingestellt. Ich meine, natürlich, der ist jetzt gegen so Panzer eine schöne Erweiterung. Schöner zusätzlicher Schutz. So, hier ging es gerade dem Penhead mit einem Schuss des Bombers an den Kragen. Das finde ich schon ziemlich, gelinde gesagt, hässlich. So, Azagio sieht hier den Truck, aber
kann nichts gegen tun. Denn dort fehlt Aufklärung. So, jetzt wird der Truck gesehen. Wird, ja, er wird abgefangen. Alles überhaupt kein Problem. Aber schöner Move. Aber damit das nicht mehr passiert, bewegt sich jetzt der Panhard auch dahin. Ohne weitere Probleme und alles. Außerdem geht hier jetzt Azagio mit einem kleinen Angriff vor. Hier jetzt von Honorek der Panzer, ein kleiner Panzer 3. Ist nervig, aber er ist ja auch Schein. Was die ganze Sache noch nerviger macht, wenn man denkt, der ist echt und in Realität ist der Schein. Sehr verrückt. Hier geht es jetzt weit noch ein Nachschubdepot. Das heißt, Azagio findet hier die Zeit, richtig auf die Nerven zu gehen. Kann hier, kommt hier sogar genau, kommt noch in den Wald rein. Da ist jetzt natürlich der Panzer 3 richtig. Oh, gerade in Range des Kübelwagens. Eine ganz fiese Kiste. Der eine Jagdbomber hier, der über die Flak fliegt, der kommt auch nicht nach Hause. Hier wird jetzt weiter da Panzer. Ab wird weiterhin Panzerabwehr und Abwehr von Panzern ausgebaut. Der SDKFZ hier fährt noch so durch die Gegend und geht hier ein bisschen auf die Nerven, weil nebenbei wird natürlich alles gesehen. Das heißt, da kann dann hier Matti, McMatti schön arbeiten. Nebenbei geht jetzt auch McMatty, glaube ich, genau auf das erste Nachschubdepot. Nein, gleich auf beide. Das heißt, auch hier jetzt Azagio und so mit dem Vorteil hier. Hier geht es gerade. Hier wird gerade mit auf, werden gerade mit Aufklärern, einmal einem Penhead und einmal einem SDKFZ. Panzer auseinandergenommen. So, jetzt da aus dem Wald zu fahren, war ein Fehler. Aber muss man wissen. Die U ist kaputt, der SDKZ ist kaputt gegangen. Gleichzeitig ist hier der Panzer 3 auch kaputt gegangen. So, hier jetzt die Kaserne hinter. Außerdem wartet eine große Armee Tiger. Nicht gigantisch. Gigantisch ist anders, sondern einfach nur groß. Hier hinten wurden Prototypen gemacht von Hyperthread. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so intelligent war. Also, naja. Azagio hier, denn er hat ja keine Nachschubdepots mehr, die er annektieren kann. Hat jetzt hier ein Admin gebaut und auch gleich zwei Panzerbasen. Hier auch McMatty baut jetzt das erste Admin. Also irgendwie fällt auf das Team, das hier mehr Nachschub hat. Immer dominiert das Spiel. Ziemlich aggressiv. Und das ist, ja, das ist so wieder so. Dieses ganze Turnier ist Tutorial-mäßig so ein bisschen drauf. Nämlich, Nachschub ist wichtig. Und Aufklärung. Und Nachschub ist wichtig. Und Aufklärung. Und jetzt nicht Aufklärung, so, gut, ein Nachschubdepot. Und ein Nachschubdepot. Und ein Nachschubdepot. Jetzt nicht Aufklärung in Form von, ja, wie funktioniert das mit den Blümchen und den mit den Bienen und den Blumen, beziehungsweise das wie funktioniert es, dass der Mensch nicht mehr von seinen Herren unterdrückt wird, sondern in Form von gucken, was ist das für eine Einheit, gegen die ich da kämpfe. Und dann die volle Reichweite auszunutzen. Naja. Hier haben wir schon gesehen, die Nachschubdepots kommen etwas zeitversetzt. Werden hier außerdem gesehen von dem Panhard. Na? Kriegt er den noch? Ja.
Ist das ärgerlich? Den bekommt er sogar noch. Und den Jagdflieger bekommt er dafür im Austausch. Nicht, kommt er nicht mal im Austausch. Noch nerviger. Ja, also hier der eindeutige Nachschubvorteil auf Seiten von Azagi und McMatty. Auch schon der Langzeitvorteil gegeben. Nehmen wir jetzt hier natürlich 4 King Tiger gegen 5 Tiger, gewinnen die King Tiger ohne Probleme. Vor allem dann, wenn die King Tiger halt sich so hinstellen, dass sie tendenziell einen beschießen können erstmal. Und die gegen der eine dann natürlich auch nur einen King Tiger. So, jetzt kommen hier die Lefli und die Lorraines noch zur Unterstützung. Damit ist das Ganze dann gelaufen. Es wurde jetzt ein King Tiger verloren. Und die gesamte Tiger-Armee ist schon auseinandergenommen. Es bleibt doch bei diesem einen Königstiger, der hier verloren wird. Und setzen die beiden jetzt schon zum finalen Angriff an, oder denken sie sich, na, hat noch Zeit, tut keine Eile. Im Moment denken sie sich, hat noch Zeit. Naja gut, so, das Nachschubdepot wird auf Teufel komm raus wiedergeholt, denn sie können jetzt ja sehen, so, oh, der Gegner hat mehr Nachschub und jetzt sogar, yo, aua. Der Gegner hat schon 2 Admins und baut gerade das dritte. Da, was sie nicht wissen, ist, dass es das vierte ist, denn Azagio hat auch Admins. Naja, jetzt kämpft Azagio hier über Flugabwehr, wo seine Flieger in einem Lemming-Train reinfliegen. Das kann nicht funktionieren. Aber gut. Er hat den Style und er hat das Geld. Hier kommt jetzt noch eine Kaserne nach da vorne. Wird versucht es also mit so einem Infanterieangriff. McMatty jetzt hier mit 3 Admins, Azagio mit 2, das Gegnerteam mit, lass kurz zählen, 0. Außerdem hier wird hier gerade tatsächlich zum finalen Push angesetzt. Allerdings ohne Flugabwehr, das ist böse für Königstiger, die dabei angegriffen werden. Von Jagdbombern. Ich glaube, der SDKFZ, ja doch, genau, die Jagdbomber sind hier diese extrem starken Jagdbomber, die sogar in der, die sogar im Wald solche Einheiten kaputt kriegen. Ein Groupie schafft das zum Beispiel nicht und ich glaube, selbst ein Hurricane kriegt das nicht hin. Aber naja. Sie klopfen jetzt hier mit ihren Tigern bei Honorak schon an. Das ist so, jetzt wird erstmal hier das Nachschubdepot gefokust. Dann geht's ans Hauptquartier, denn ohne Hauptquartier kann Honorak dann keine Basen mehr bauen. Das Nachschubdepot wird auch nicht weiter gefokust. Sondern da wird sich gesagt, so jetzt erstmal das Hauptquartier, dann kann der erstmal nicht mehr so viel sagen, seinem Gegner. Dann fehlt nämlich der Nachschub aus diesem Hauptquartier. Weil es gibt ja auch Nachschub, wie so ein Admin sozusagen. Und er ist ungefährlich, denn er kann keine Einheiten mehr rausbauen. So, jetzt geht es hier genau der 88er an den Kragen. Das jetzt zu fokussen ist auch eigentlich nicht wirklich notwendig, jetzt war jetzt das Hauptquartier, denn seine Infanterie ist ja in der Nähe, aber groß übernehmen braucht man auf dieser Karte eh nicht, denn man ja, wenn dadurch, dass sie jetzt da sind, fehlt hier der Nachschub und alles so, das heißt, Hyperthread kann gar nicht so gut Micro, meiner Meinung nach, dass er das jetzt noch halten kann, vor allem nicht gegen diese Wirtschaftsüberlegenheit. So, jetzt kommen hier zwar noch Sturmgrenadiere,
Aber Azagio hat viele Sturmgrenadiere. Und er parkt sogar erstmal. Ich werde nicht mehr los nach vorne damit. Jetzt kommen hier auch noch Jäger. Ich glaube, mit denen wollte er eigentlich hier gegen die Flieger auf der Kaserne kämpfen. Aber so kann er jetzt gegen die Flieger kämpfen, die hier gegen einen in der Luft fighten und eigentlich seine King Tiger angreifen wollen. Das funktioniert nicht. So, Hyperthread weigert sich scheinbar aufzugeben, sieht hier eigentlich den Wirtschaftsvorteil von Azagio. McMarty hat versteckt jetzt insgesamt 5 Admins, das lohnt nicht. Ich denke, so lange werden sie nicht brauchen, um Hyperthread jetzt hier zu vernichten. Die nächsten beiden King Tiger sind auch schon gebaut, man müsste sich einfach jetzt nur darauf konzentrieren, hier ein bisschen Flugabwehr zu bauen. Hier wurde ein Siegfried Blackhaus in die Gegend gesetzt. Ich gehe mal auf doppelte Geschwindigkeit. Dem Siegfried geht es an den Kragen, beziehungsweise der Siegfried gibt erstmal King Tiger an den Kragen. Mit denen gibt es jetzt Fanatismus, machen da das Siegfried Blockhaus kaputt. Das nächste Siegfried Blockhaus, das gesetzt werden soll, geht kaputt. Der Flughafen geht unter Artilleriebeschuss kaputt. Es kommen tendenziell keine Trucks mehr rein. Die Azagio Anteporters, und damit sieht Hyperthread ein, dass er hier auch verloren hat. Gucken wir wieder auf den Überblick. Man sieht fast doppelt so viele Einkünfte. Das hat wieder das Spiel entschieden. Damit und im Zusammenhang mit, aber das hängt natürlich auch stark damit zusammen, haben halt Azagio und McMarty weniger Verluste und mehr Frags als Hyperthread und Honorek. Insofern sehr schön gespielt. Es gab ein paar Fehler in der Luftwaffe, also Mikrofehler, aber ich beschwere mich hier auf gar keinen Fall über das Mikro von irgendwelchen Leuten in der Luft, denn ich kann selbst überhaupt nicht Mikrofon. Und ich kann jetzt natürlich hier im Nachhinein sehr schön nachkommentieren, war aber im Endeffekt war es halt dort, ist es halt eine Stresssituation und man sieht nicht alles und man hat so ein bisschen so einen Tunnelblick und denn man möchte gewinnen und alles. Und ich sehe jetzt alles ganz neutral, ich bin nicht mehr beteiligt, ich habe die Ruhe vor dem Sturm und insofern kann ich hier besser kommentieren, kann man immer im Nachhinein große Reden schwingen. Ich habe hier einen großen Respekt vor allen Mitspielern hier bisher aus dem Turnier. Das waren sehr schöne Spiele, die dort geleistet werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, bis dahin.